Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses wurde durch einen lauten Knall aufgeschreckt und läuft sogleich in den Anbau des Hauses. Dort stellt sie mit Erschrecken fest, dass die Rückwand des angrenzenden Schuppen eingestürzt war. Sogleich setzt sie den Notruf ab, weil es ungewiss ist, ob noch weitere Teile oder gar das ganze Gebäude einstürzen könnte. Das technische Hilfswerk aus Wittlich wird zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort steht schnell fest, dass der ganze Anbau sehr instabil ist und durch das THW abgestützt werden muss. Da tragende Balken sich vom Schuppen durch das Wohnhaus ziehen, muss die Bewohnerin vorerst das Gebäude verlassen. Zu groß ist die Gefahr, dass weitere Mauerteile und das Dach einstürzen. Mit größter Vorsicht beginnen im Inneren des Gebäudes die Abstützarbeiten mit schweren Balken und Stützpfeiler. Weitere Trupps des THW errichten große Lichtanlagen, da sich die Arbeiten bis tief in die Nacht ziehen würden und alles sicher ausgelöscht werden muss. Die Feuerwehr wird zur Unterstützung und Absicherung der Gefahrenstelle mit alarmiert. Wie es dazu kommen konnte, dass große Teile des Hauses einstürzten, war am Abend noch nicht klar. Gutachter und Fachfirmen wurden zur Begutachtung beauftragt. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer des Einsatzes war die Schulstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Straßenbauamt stellte nach dem Abstützen hohe Schutzzäune um das betroffene Gebäude auf. Die Bewohnerin konnte in der Nacht wieder in die Wohnung zurück. Im Einsatz waren teilweise mehr als 9 Stunden das technische Hilfswerk aus Wittlich, die Wehrleitung Frau Getraben-Drabach, die Feuerwehr Kinderbeuern, die Polizei und das Straßenbauamt.